York Pizza Slice. Und? Ist lecker? Ja, heute auf einer kleinen Vintage-Shop-Tour in Brooklyn. Mal gucken, ob wir irgendwelche nicen Finds haben. Ich habe schon mal eine Bagu gesichert mit Keukarpfen drauf. Genau eine Sache gefunden, und zwar dieses Levi's Shirt, und dann konnte ich nicht widerstehen und musste in Aritzia gehen, weil ich immer höre, die ganzen Amerikaner sind immer Aritzia, 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 und deswegen habe ich da auch noch so ein Seidenkleid geholt. Vielleicht ziehe ich das heute Abend mal an. Und natürlich mein Bagu mit Koi-Karpfen. Die gibt es ja in verschiedensten Mustern und Farben. Ich bin noch richtig stolz auf dieses, auf diesen Find. Koi-Karpfen. Hier gibt es einfach am Flughafen so einen Kylie Jenner Automaten. Ich wollte mir so ein Lip Kit holen. Mach's mal kurz. Meine Kreditkarte funktioniert leider nicht, aber der ist auf jeden Fall ziemlich beliebt, der Automat. Ach, schade, ich hätte gern ein Lip Kit gekauft. Wir kommen hier in unser Hotelzimmer rein. Ist da einfach ein Bild von uns beiden? Zumindest. Was ist das? Das ist ein bisschen creepy. Was ist das denn, ey? Diese Sticker, Pickelsticker, waren auf jeden Fall die beste Investition bisher. Ich hab die alle hier unten, weil ich von meinem Accutane-Reise noch am Ausrasten bin. Anyways, let's explore. Vegas. Mir hier noch in New York so eine Sonnencreme fürs Gesicht geholt. In Stickform. So lovely. Stern abmachen. Das ist mega. Jetzt läuft ja auch noch die Bridgerton-Intro-Musik, also besser geht's nicht eigentlich. Der erste Snack natürlich. Willst du Onions? Ja.
Erstes Mal In-N-Out. Nee, sag ehrlich. Schmeckt schon lecker. Schmeckt wie Burger King, krass. Statuen im alten Griechenland wurden übrigens mit einem kleinen Pipi immer gehauen, weil es geheißen hat, dass die Männer smart sind, statt nur auf ihr Testosteron zu achten. Fun History Facts mit Kelly. Aber wisst ihr, was das Wichtigste ist? Hier smarte Entscheidungen zu treffen. Aber es ist auch gleichzeitig das Schwerste. Da steht im Cash seine 80 Dollar. Grand Prize. Ey, meine Augen tun so weh. Die sind so richtig trocken von diesen ganzen Spielautomaten. Bildschirmen. Das ist Reizüberflutung, ich sag's euch. Dickes White Claw gesehen. Wow, wow, wow. Today, Cirque du Soleil. Ich bin so gespannt, ey. Nee, ultra krasses Theater. Ey, sind hier. Ich find's jetzt schon next level, dass das hier einfach im Sitz eingebaute Lautsprecher sind. Das macht mich schon ganz irre. Was bei einer Vegas-Experience natürlich nicht fehlen darf, ist zu einem Chef-Restaurant zu gehen. Und wir haben natürlich the legend, the myth, the one and only Gordon Ramsay gewählt. Ups, jetzt bin ich fast gegen Leute gelaufen. The dangers of being a vlogger. Ey, der Markus hat gerade noch über diesen Spruch gesprochen und guck mal bitte, was bei mir drin steht. You've put so much ginger in, it's a Weasley. Also wenn das nicht mal passt, dann weiß ich auch nicht. Enjoy. Looks amazing. Thank you very much. Thank you. Sieht gut aus, ne? Wow. Wow. Was sagst du? Gut, ja. Oh, thank you. Thank you very much. Happy birthday. Ich liebe das, diese Desserts zu bestellen. Natürlich wollten wir eigentlich einen Mustang renten, aber da wir alles last minute machen, gab es natürlich keinen mehr. Also haben wir uns für einen SUV entschieden. Den gab es dann auch nicht mehr. Also haben wir einfach so ein Familien-Minivan, mit dem wir jetzt zu zweit unterwegs sind nach Palm Springs. Gibt es auf der Strecke von Las Vegas nach L.A. eigentlich so verschiedene Attraktionen. Wir fahren ja nach Palm Springs, aber können auch ein paar von denen abklappern. Wie der hier zum Beispiel. Outlet. Alles zu an diesem Stopp. Das ist richtig scary. Ich sag euch, wie es ist.
Eine wahrliche Geistermall. Einen Thrift Store gibt's. Da habe ich gesniped. Next stop. What in the world? Harmonischer vorgestellt. Ich habe mir sogar ein Handtuch zum Sitzen am Sonnenuntergang geholt, aber es ist zu kalt. Seht ihr die Träne? Oh mein Gott.
Scheiß drauf, ich renne wieder nach Hause. Kennt ihr das, wenn man zum Airbnb zu Hause sagt? Am ersten Tag vom Coachella dachte ich mir irgendwie, ist es eigentlich nur wegen dem Wetter und der Location viel krasser als ein deutsches Festival. Aber oh boy, habe ich mich geirrt. Dafür, wie viele Acts man an einem Wochenende sieht, wirklich weltberühmte, Weltklasse Acts. Es ist super sauber, es gibt mega geiles Essen. Es ist teuer, das Essen, es ist teuer, aber auf welchem Festival nicht? Die Celebrities, die man sieht. Okay, wenn ich euch Coachella Tipps geben kann, ja. Das VIP-Ticket ist doppelt so teuer, lohnt sich. Spart lieber ein Jahr länger und kauft euch das VIP-Ticket sogar. Mit dem VIP-Ticket habt ihr nämlich einen besonderen Bereich vor jeder Bühne, in dem ihr stehen könnt. Wenn ihr dort nicht campt, es gibt viele Hotels, die einen Shuttle-Service zum Festival anbieten. Und die Shuttle-Services haben eigene Strecken. Das heißt, ihr steht nicht mit den anderen Autos im Stau. Und wenn ihr euch umguckt, ist da vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht zu sehen. Außerdem gibt es so Special-VIP-Ticket-Sections mit nochmal speziellem Essen, wo ihr irgendwie schneller Essen bekommt, euch ausruhen könnt. Es gibt Sitzmöglichkeiten etc. Eigenes Medical-Zelt, eigenen Merch-Stand. Ihr versteht, ihr kommt schneller an Dinge. Nehmt auf jeden Fall einen kleinen Rucksack mit. Es gibt Trinken umsonst, also eine Trinkflasche. Eine Decke zum Hinsetzen. Das Gras ist sauber genug, dass man sich auch so drauf chillen kann, aber ich glaube, mit so einer Picknickdecke ist es noch geiler. Bleibt bis zum Ende jedes Sets, denn Special Appearances passieren. Auf jeden Fall einen Hut, eine Cap oder sowas mitnehmen wegen der Mittagssonne. Auf jeden Fall was Warmes zu anziehen für den Abend. Also auf jeden Fall ein Hoodie oder so eine dünne Daunenjacke mitnehmen. Es ist nämlich tagsüber super heiß und nachts ist es kalt und windig. Direkt am ersten Tag, das erste, was ihr macht, wenn ihr da seid, ist Merchandise kaufen. Der ist nämlich so schnell ausverkauft. Das heißt, wenn ihr die richtige Größe erwischen wollt, direkt hin. Die Pullis oder so könnt ihr nämlich dann abends immer anziehen, wenn es kälter wird. Ich weiß nicht, wie es die letzten Jahre war, aber dieses Jahr gab es Sonnencreme umsonst. Die müsst ihr also auch nicht unbedingt mitnehmen. Da gab es immer so einen Stand. Denkt bloß nicht, ihr müsst keine Sonnencreme drauf machen. Ihr müsst. Und das waren, glaube ich, schon alle von meinen Kellys Coachella-Tipps. Es hat sich wirklich gelohnt. Es ist wirklich ein mega, mega geiles Festival. Und das ist, by the way, Huntington Beach. Hier sind wir mit unserem Mietwagen nach dem Festival hingefahren.